Ja, grüßt euch, Servus und ein herzliches Willkommen hier aus Bad Waldsee. Ja, bis vor kurzem hat man hier noch die totale Nebelsuppe hängen, aber seit einer halben Stunde klart sich das Ganze auf. Die Sichten sind jetzt echt in Ordnung und wir hauen uns nachher raus für einen kurzen Rundflug. Und zwar fliegen wir Richtung Oberstdorf über das Nebelhorn. Heute habe ich auch den Matthias mit dabei, das ist ein guter Kumpel von mir. Und ja, wir schauen einfach mal, wie es wird. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei seid und wir sehen uns gleich im Cockpit wieder. Grüßt euch, Servus und herzlich willkommen hier an Bord der C42. Ja, der Matthias ist heute mit am Start, freue mich sehr. Servus. Und wir machen heute eine kleine Tour. Wir fliegen heute Richtung Hochgrat und Richtung Oberstdorf und wollen einmal über das Nebelhorn fliegen. Das wird heute eine richtige Herausforderung werden, weil wir haben hier unten schon knappe Minusgrade und in 7000 Foot haben wir minus 12 Grad. Und mal schauen, wie lange uns die Kameras begleiten werden. Das wird jetzt mal ein richtiger Härtetest. Sind wir mal gespannt. Auf jeden Fall freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und los geht's. Ja, die Bahn total durchgefroren, als ob wir einen Plattfuß hätten. Das ruckelt ja wahnsinnig durch. Sag mal, das sind die Flaps hier, die du da hast. Ja, genau, das ist der Flap Indicator. Und wie setzt man die? Ja, elektrisch. Hei, elektrisch. Ja, Leute, wir stehen jetzt schon seit 10 Minuten hier am Rollhalt. Ey, die Kiste wird einfach nicht warm. Ist das bei euch auch so im Winter? Das ist sehr heftig. Ja. Weißt du, wo bereit, Matthias? Ja, ich bin total bereit. Jawohl, dann auf los geht's los. König vom Sierra startet auf der 1.5. Das ist eine Kiste, ja. Aber können wir dann die Klappen wieder einfahren? Können wir die Trimmung anpassen ein bisschen? Und schon fliegt sie gerade, also schön kalt hier drinnen. Ja. Aber die Heizung ein bisschen an. Oh ja. Vorne mal die Gasspitze ein bisschen raus, so viel Gas brauchen wir gar nicht. Oh, jetzt wird er schon warm, ja? Ja. Also die Steigleistung ist schon der Wahnsinn im Winter, das geht hoch wie eine Rakete hier. Wunderbar, Alex, wie wundert man. Jetzt steigen wir mit 2,5 Meter pro Sekunde, so viel brauchen wir gar nicht, bisschen weniger. Bisschen mehr Airspeed. So, ja, genau. Da vorne schon der Hochgrat, ne? Also der Hochgrat. Müssen wir ja nur noch geradeaus fliegen, ne? Ja, du. So kannst du draußen, ne? Ja. Leute, wir haben jetzt noch eine Viertelstunde bis zurück nach Bad Waldsee und tatsächlich alle vier Kameras laufen noch. Könnt ihr euch das vorstellen? Draußen bestimmt minus 10 Grad und wir fliegen jetzt ungefähr seit einer Dreiviertelstunde und alle vier Kameras laufen noch. Wahnsinn!
jetzt achten wir mal auf unseren Speed. War wichtig, sind wir genau bei 100. Perfekt. Vorne nochmal Treffer, was ist das? Der ist 200 Meter über uns. Okay, also sehr hoch ist er auch nicht. Wir sind draußen, der Zielpunkt ist an. Gut, wunderbar. So, da ist die, ich sehe die Bahn gar nicht, ich sehe nur das Haus. Aber ja, jetzt sehe ich die Bahn auch, okay, passt. So, Geschwindigkeit passt, Höhe passt. Jawohl, so, nochmal schön abfangen, 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 schweben, 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 schweben. Oh, jawohl. Wunderbar. Herzlich willkommen hier zurück aus Bad Waldsee. Herrlich. So, ja, willkommen zurück hier in Bad Waldsee. Das war echt ein Hammerflug, du. Also der Sonnenuntergang über die Berge, das war richtig traumhaft. Haben wir richtig gut ausgenutzt. Richtig geil. Schön, dass ihr mit dabei wart. Hab mich gefreut. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, euer Alex. Servus.